Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Riften und ich habe seit langer Zeit mal wieder einen einzigen neuen Mod installiert. Und zwar ist der mir empfohlen worden. Und zwar zeigt der an, wenn wir einen Dungeon entdecken, ob dieser Dungeon ein Quest-Dungeon ist oder nicht. Das heißt, ob wir ihn später nochmal im Zuge einer Quest betreten. Weil, wie gesagt, es gibt ja so ein paar Quests, wenn man den Dungeon da vorher betritt, dass sich die da ein bisschen buggy werden. Und ich hoffe, dass wir das mit diesem Mod ganz gut umgehen können. Dass wir halt gesagt kriegen, okay, das ist jetzt ein Quest-Dungeon. Und dann, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich die Finger von lassen. Guck mal, die Frostspinne jagt die arme kleine Gämse. So. Was hast du dabei? Was hast du dabei? Nur das Gift. Das wollen wir ja nicht. Wir sind hier aber schon richtig. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich habe mich ja... Ich habe mich ja richtig ausgerichtet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier an der Nebelwacht vorbeikommen oder nicht. Achso, und davon abgesehen bin ich auch mal sowieso ganz gespannt, ob der Mod überhaupt funktioniert, den ich installiert habe, weil er ist englisch. Ich hoffe auch, dass er nichts am Sprachpaket verändert. Ich konnte ihn vorher nicht testen, weil ich nicht durch die Welt laufen wollte, nur um irgendwas zu entdecken. Wir werden das in dieser Folge mal ausprobieren, ob er funktioniert oder nicht. Ich hoffe, wir entdecken was. Wenn nicht, probieren wir es halt in der nächsten Folge aus. Wenn ich da aber merke, dass irgendwas nicht passt und irgendwas nicht stimmt, dann hau ich den natürlich sofort wieder raus. Aber ich finde das echt ganz hilfreich, weil ich ja einer bin, der da immer sehr, sehr vorsichtig ist, was eben das Betreten von Dungeons angeht. Seit der Aktion mit dem Amulett von Gauldur, glaube ich, hieß es. Warum geht's denn hier lang nach Riften? Ach, der will uns über den Berg schicken. Da will ich aber gar nicht lang. Nach Ivarstadt und Riften. Okay, dann gehen wir doch mal hier weiter. Also in Richtung Windhelm. Ich denke, das ist eine gute Richtung. Dann werden wir, denke ich, hinten hier auf den Hauptweg kommen, der uns sowieso dann hoch nach Windhelm führen würde, theoretisch. Und wir haben ja auch gesagt, immer schön Richtung Osten, denn dann gehen wir auf jeden Fall richtig, zumindest so wie unsere geplante Tour denn hier stattfinden soll. Wir sammeln hier wieder fleißig Zutaten. Sonst ist hier nicht viel los. Die Musik wird irgendwie etwas episch gerade. Ich meine, die ganze Musik ist sowieso episch. Was haben wir denn hier? Irgendwas in der Pampa sieht auch alles nicht wirklich so interessant aus. Und auch sehr zerklüftet alles. Sehr felsig, weswegen wir hier wahrscheinlich auch nicht viel Pilze viel neben der Strecke machen können. Sonst kommen wir wieder irgendwo hin und verlaufen uns 100.000 Mal und haben wir ja nun in der letzten Folge genug gehabt, dass wir uns total verfranst haben. Oh, da waren Pilze. Nee, das waren keine Pilze. Aber sonst... Ja, was wir schon wieder Bergblumen gesammelt haben jetzt, das ist schon wieder richtig gut. Oh, Tollkirschen. Mal keinen Molly hier machen. So, was hast du dabei? Ein Reißzahn. Danke dafür. Okay. Oh, ist sie tot. Die hat bestimmt der Säbelzahntiger gerissen. Das brauchen wir alles nicht. Aber die Blümchen nehmen wir natürlich rechts und links am Wegesrand gerne mit.
Denn wie gesagt, die Alchemie soll in Zukunft unser Freund werden und nicht unser Feind bleiben. Hallo. Baha, daneben. Ich gehe jetzt hier nicht mit Magie vor, weil ich will Seelen. Wir müssen auch erstmal wieder gucken, wie viele Seelensteine wir überhaupt noch haben. Also wie viel Leere wir noch haben. Nicht, dass wir hier wie wild fangen und dann werden die großen Seelensteine mit kleinen Seelen gefüllt. Boah, haben wir viele Seelen. Unglaublich. Den ersten kleinen haben wir schon mit einer armseligen Seele gefüllt. Und den ersten gewöhnlichen mit einer schwachen. Das heißt, wir sollten ab jetzt rüsten wir uns wieder so aus. Wir haben genug Seelensteine. Zumindest fürs Erste. Ich denke auch, die reichen, um unsere Verzauberung wahrscheinlich auf 100 zu bringen, mit entsprechend vielen Verzauberungen auf Eisendolche. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Werden wir dann das nächste Mal sehen, wenn wir in Weißlauf sind. Na? Und wieder am Rumtun und Machen sind. So, ich will noch mal einen Blick auf die Karte werfen. Das sieht doch gut aus. Aber ich befürchte schon, dass wir hier wieder nicht durchkommen. Das sieht schon wieder so aus wie massiver Fels oder ähnliches. Wir gehen jetzt hier weiter mal gerade. Da vorne ist ein Wolf. Sturmmantelsoldaten. Das habt ihr aber gut gemacht. Wölfe sind ja jetzt auch nicht so pralle, ne? So, die Wölfe haben ja bekanntlich nur Felle, manchmal so ein bisschen Gold dabei. In dem Fall nicht. Ja, Felle sammeln habe Wenn ich ja auch ihr schon wahre oft Söhne und erwähnt. Töchter von Himmelsrand kennt, dann Spare ich sagt mir ihnen, auch sie ein sollen nach wenig. Windhelm eilen. Talos möge euch leiten. Jawohl, spare ich mir auch ein wenig, weil wir eben schon so viele Lederstreifen haben. Und Leder an sich brauchen wir nicht mehr. Für Rüstung oder ähnliches. Das bräuchten wir dann nur noch, um Lederstreifen zu machen. Und da haben wir über 300 Stück, fast an die 400 Stück, glaube ich. Ja, und das ist halt schon ordentlich. Ich habe hier doch gerade irgendwas Schleimiges gehört im Hintergrund. Fäh. Ach ja, fleißig am Wegesrand sammeln. Aber ich habe es mir schon wieder ganz gut angewöhnt, oder? Die Sammelei rechts und links, finde ich. Dafür, dass ich es, keine Ahnung, wie viele 100 Folgen gar nicht gemacht habe. Böser Wolf! Verdammt! Und ein Säbelzahntiger. Da vorne ist ein bisschen Party. Ach, ist nur ein Bär. Bäm! Sei lieb. So. Papa Bär ist tot. Und wir nehmen uns seine Klaue auf jeden Fall. Du hast wahrscheinlich wieder nur Fell. Yes. Oh, eine Ader. Korundumerz. Egal, wir schürfen fleißig, was das Zeug hält. Ich kann trinken in Ruhe. Baut der länger ab oder habe ich nur das Gefühl gerade? Okay, wir haben Korundumerz erhalten. Da liegt wieder eine tote Ziege, die rohes Ziegenbein dabei hat. Ich frage mich, warum wir Ziegen nicht häuten können, beziehungsweise warum Ziegen keine Felle geben. Oder geben nur manche Ziegen Felle? Hab da noch nie so genau drauf geachtet, ist mir nur gerade im Moment mal eingefallen. So, aber anscheinend sieht es doch recht gut aus. Moment. Bin ich jetzt die ganze Zeit falsch gelatscht? Ja, wir müssen nämlich hier lang gehen. Hohoho. Da habe ich doch irgendwo eine Abzweigung verpasst oder bin irgendwie falsch gelaufen. Na, da wären wir jetzt doch fast nach Windhelm gegangen. Was haltet ihr von all dem? Das war ich. Ich will mir nicht von irgendeinem Elfenschnösel sagen lassen, welche. So. Hier würde ich jetzt gerne links hochgehen. Welche anbieten, Tada! welche nicht. Dann begeben wir uns nämlich zur Steinbachhöhle. Werden dort noch die Nebenquest abgreifen.
die sich uns dort bietet. Also von dem felsigen Gebiet bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Freund. Da habe ich es doch im Norden Himmelsrand, wo es ein bisschen, oder nicht im Norden, sondern sagen wir mal in der Mitte Himmelsrands, das ist aber auch ein ätzendes Wort, wo es ein bisschen grüner ist, habe ich es da doch ein bisschen lieber. Du kriegst die Magie. So. So, leveln wir Zerstörung ein Stück. Jawohl, und müssen gleich links abbiegen. Sieht hier alles auch nicht wirklich nach Weg aus, soll aber Weg sein. Dann jetzt wahrscheinlich hier lang. Ich laufe ja schon genau drauf zu. Exakt. Exakt. Okay. Und da vorne sieht es dann auch schon aus. Jetzt habe ich gedacht, von hinten kommt ein Gegner. Ja, hier sieht es dann auch schon so aus, als wären wir gleich mal irgendwie da. Da müssen wir in die Höhle reinschwimmen. Komm ich hier raus? Ja, wie geil ist denn das? Weil hier hinten ist nämlich ein Eingang. Yeah! Total cool. Stony Creek Cave, Quest Bards entdeckt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt haben wir das entdeckt und stellen fest, dass es leider Englisch ist. Da muss ich nochmal nach einem deutschen Patch suchen. Da wir in der Folge ja wahrscheinlich nichts mehr entdecken werden, ist das halb so schlimm. Schade, ich hätte es gerne gehabt. Weil ihr seht, da wurde angezeigt, dass es ein Dungeon ist für eine Quest. Da wir die Quest schon haben, können wir hier bedenkenlos reingehen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Na gut, ich werde mal gucken, ob sich da ein deutscher Patch auftreiben lässt. Oder eine deutsche Sprachdatei, irgend sowas in der Art. Hallöchen. So. Achso, ich hätte mir das Speichern ja sparen können. Wird ja auto gesaved. Lachse brauchen wir nicht fangen. Wer bist du? Ein Bretone. Ein Bretone mit Dietrich ein bisschen Gold. Äderchen scheinen hier auch keine zu sein. Wie gesagt, Lachse brauchen wir nicht fangen. Und hier geht's hoch. Hier liegt eine Schaufel. Sonst auch nichts Pralles. Also die Höhle gefällt mir jetzt schon wieder ultra cool mit diesem kleinen wilden Bachlauf hier. Nicht schlecht. Boah! Alter Schwede. Alter Schwede. Bist du denn irre? Leute, jetzt habe ich mich extremst erschrocken. Ich weiß gar nicht, ich habe wahrscheinlich auch ziemlich laut geschrien. Ich hoffe, es hat nicht allzu arg übersteuert. Meine Fresse! Die Falle habe ich überhaupt nicht gesehen, wie wahrscheinlich 90% der Fallen ich nicht sehe. Boah, hier liegt der Bogen. Wo ist denn der Bogenschütze? Holla, 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 die Waldfee. Sind das hier eigentlich irgendwelche Ranken, die wir einsammeln können, rechts und links? Nee. Wo dran? Also Entschuldigung, ich kann das hier in keinster Weise erkennen, wo hier die Fallenauslöser sein sollen. So, der Raufbold wäre geschafft. Die orkische Kriegsaxt lassen wir liegen. Gucken wir auf die Karte. Und sehen, dass wir hier rechts schon den Anführer haben. Also gehen wir erstmal geradeaus und gucken uns hier um. Ach, hier ist gar nichts. Okay, wir müssen dann wahrscheinlich doch hinten rum. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Sammeln hier noch ein paar Pilze. Sonst ist da hinten aber nichts. Zumindest sieht es nicht so aus und ich komme auch nicht wirklich hier lang.
So, hier war dann wahrscheinlich nur der Wachposten mit dem Geldbeutel. Den sacken wir doch ein. 19 Gold haben oder nicht. Das ist hier die Frage. Wir machen mal ein Safe zwischendurch. Ist denn hier hinten noch irgendwas? Nee. Aber da oben sind Pilze. Alle her. Wäre ja ein guter Platz für eine Erzader hier. Hier ist aber keine. Und hier ist es jetzt schon wieder ziemlich lange Zeit ziemlich ruhig. Was mir so ziemlich gar nicht gefällt. Gehen wir jetzt einen riesengroßen... Da, wo ich eben war, war der Anführer. Also ich gehe jetzt trotzdem erstmal hier weiter, weil ich kam ja da nicht durch. Ich vermute, hier vorne geht es jetzt irgendwo rechts oder so. Irgendwer baut hier irgendwo was ab. Ralph Bolt! Verbrenne! Alter Bösewicht. Oh, ich sehe auch, ich habe mein Fenster hier noch sperrangelweit offen. Ich hoffe, man hört keine Geräusche von draußen, denn die Nachbarschaft macht hier wie wild im Garten rum. Das Wetter ist gerade ganz gut. Und das schon den ganzen lieben langen Tag. Mondsteinerzader nehmen wir auch mit, machen wir Barren. Können wir im Notfall verticken. Ah, das mit dem Mod ist so ein bisschen ärgerlich. Der wäre für mich Schissel, dass wieder irgendeine Quest buggt, eigentlich genau das Richtige. Nur wenn er auf Englisch ist, muss das nicht sein. Aber ich gucke mich da mal um. So, jetzt machen wir hier kurz auf. Zack. Gold, meine Rollen. Boah, ja, man sollte vielleicht statt der Tab-Taste auch die R-Taste drücken, wenn man alles nehmen will. Das würde ungemein helfen. Skelett leer. Noch eine Ader. Auch diese bauen wir ab. Übrigens, irgendwie ist es ein bisschen doof, habe ich jetzt im Laufe des Spiels festgestellt, dass sich Waffen und sowas nicht abnutzen. Dass man die nicht zumindest ab und zu mal reparieren muss. Oder zum Beispiel, wie wir es aus... Geht's hier durch? Nee. Wie man es aus Fallout 3 kennt, dass man zum Beispiel zwei Waffen der gleichen Art kombinieren muss oder kombinieren kann, um dann eben wieder die Waffen zu stärken. Okay, hier geht's weiter. Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Hier hochspringen? Irgendwie ja nicht. Hep. 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 Lass mich hoch. Muss es wohl einen anderen Weg geben? Ich vermute, dass wir hier wieder rausgekommen wären. Dann müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Zu dem Wachposten, der hier war. Und dann kommen wir hier vielleicht durch, wenn wir uns ducken. Nö. Jetzt bin ich aber... Alter Mann, mach doch nur mal die Augen auf, Amras. Geht ja mal gar nicht. Okay, wir machen den Safe. Juhu! Haha, Falle, hast du dir so gedacht, hä? Na, komm her. Kommt der? Was macht er? Ist er denn Zauberer? Moment. So. Hab jetzt keinen Bock hier auf Magiergeschisse. Berichte Brunwulf vom Tode des Banditen. Achso, ich habe gedacht, ich hätte immer noch die kontinuierliche Heilung drauf.
Das ist schön, dass wir den Banditenanführer so schnell schlagen konnten. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, einer der ersten Banditen überhaupt, die Magie konnten, oder? Schatzkarte 10. Wow, wir haben jetzt Schatzkarte 3 und Schatzkarte 10, oder? Genau. Was zeigt uns denn Schatzkarte 10? Okay, Wasser. Eine kleine Insel. Was soll denn das links unten? Ach, das soll irgendeine Göttin oder irgendwas sein. Auf jeden Fall eine Dame mit ziemlich dickem Haar. Das scheint die Insel, zu sein. Und hier und da oben, was das sein soll, kann ich auch noch nicht so richtig identifizieren. Auf jeden Fall haben wir rechts oben so eine kleine Landzunge. Und eine Insel auf dem Meer. Wir gucken uns mal ganz kurz die Weltkarte an. So viele Möglichkeiten haben wir da gar nicht. Wasser haben wir eigentlich nur hier oben so wirklich. Ansonsten weiß ich nicht, ob das vielleicht auch einen Fluss oder einen See darstellen soll. Keine Ahnung. Gucken wir uns das gute Stück nochmal an. Tja, was ist das links unten? Vielleicht soll das irgendeinen Daedra darstellen. Also einen daedrischen Prinzen oder Fürsten. Ja, könnte jetzt, aber am Meer ist unwahrscheinlich, weil wir oben und unten Land haben. Ich weiß nicht, wo wir Richtung Windhelm, Richtung Akademie gelaufen sind, waren wir ja da oben mal in der Eiseskälte. Da sah es eigentlich alles aus wie offene See. Kümmern wir uns vielleicht irgendwann mal drum. Wir werden mit Sicherheit die Schatzkarten, denke ich, irgendwann noch... Na, jetzt habe ich diesen Kelch mitgenommen, weil ich mir selber vor die Flinte gekickt habe. Wo ist denn der jetzt? Krug, hier. Weg. Weg mit dir. Jetzt liegt er wieder an so einer Zutat. Todesglockenblumen. Die nehmen wir alle mal mit. Ja, dann plündern wir hier noch den Raum. Gehen aus dem Dungeon raus. Und dann... Und dann beenden wir die Folge. Finns Laute. Ich nehme die mal mit. Vielleicht will Finn, wer auch immer Finn ist, seine Laute wiederhaben. Sie klingt mir zumindest verdächtig danach. Oh, 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 das sieht auch wieder aus wie ein ungewöhnlicher Stein. Sehr schön. Gift, jawohl, hier liegt das Geheimnis von Prinzessin Talara. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Haben wir noch nicht gelesen und bekommen die Illusion verbessert. Nehmen es auch mit. Ist ja nicht gerade wenig wert. Alchemielabor. Wir lassen die Zutaten erstmal im Inventar, weil ich glaube, dass Zutaten in der Summe, na, ob sie leichter sind als Tränke, weiß ich nicht, aber ich denke, es gibt sich nicht viel. Da machen wir lieber wieder eine große Aufnahmesession. Was mich jetzt allerdings noch beschäftigt, dass das hier hinten noch weitergeht und ich da nicht hochgekommen bin. Vielleicht wäre das auch nur ein anderer Eingang zur Steinbachhöhle gewesen. Kann ja auch sein, dass er da noch einen Hintereingang hat. Einen zweiten Eingang. Wir tigern nochmal ganz kurz nach hinten und prüfen das nach. Wir sind jetzt eh schon bei 25 Minuten. Kommt es auf ein paar Minuten hin und her jetzt auch nicht mehr an, ne? Aber ich wüsste nicht, wie ich hier hochkommen sollte. Vielleicht mit Glück über die Felsen hier... Aber es sieht nicht danach aus. Fliegen können wir nicht. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass das tatsächlich noch ein anderer Eingang ist. Okay. Dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Packen nochmal die Waffen weg. Können wir ein bisschen länger sprinten. Und dann geht es schnurstracks nach Süden in Richtung Riften. Mal gucken, ob wir rechts und links vom Weg noch ein bisschen was finden, was Dungeons angeht und so.
Ich werde mich mal umgucken nach einem deutschen Patch für den Mod, der uns anzeigt, ob das nun ein Quest-Dungeon ist oder nicht. Und dann sehen wir uns genau hier an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, ciao, ciao.